So, wie hat unsere Lost Place Geschichte angefangen? Also unsere Lost Place Geschichte hat eigentlich angefangen aus Spaß. Wir waren ja, mit mehreren Leuten in Lesen. Zum Sensorentreffen wollten, Sensorenfahren treffen wollten. Und dann hat einer gesagt, das war glaube ich der Christian, da gibt es ein Dorf, da fahren wir jetzt hin. Dann sind wir nach Lesen gefahren und haben uns das angeschaut. Und wir waren viele Leute und es war eine bunte Truppe. Da haben wir mit dem Thema Urbex noch gar nichts an Hut gehabt, aber so haben wir dann Luft geschnuppert und es war schön. Und noch ein und noch ein und so wurde es dann immer mehr und mehr und das Hobby macht immer mehr Spaß. Viel recherchieren, ja, und so hat das und Holger dreht die Videos und ich kümmere mich, wie gesagt, um die Orte. Ja, zum Haus in Thüringen, das war unser zweiter Lost Place, unser eigentlicher erster Lost Place, wenn man es so nimmt, mit richtig Film und es war eine mega geile Location, es war komplett eingerichtet, ist es auch soweit meines Erachtens nach immer noch, aber gezeigt hat uns dann halt das Schlafzimmer, dass es wirklich schon lange verlassen ist, weil es halt ein bisschen verschimmelt ist ringsrum, aber sonst war wirklich alles noch da, die Küchenutensilien, das Wohnzimmer. Der Kleiderschrank war voll. Das Haus in Thüringen, oh ja, das war mein Kumpel Jens, der mir das gezeigt hat, ein Arbeitskollege. Und der hat gesagt, Mensch Holger, wir haben da, ich habe da was Cooles gesehen und das müsst ihr euch mal angucken. Und da sind wir hingefahren. Und das war interessant. Es war wirklich interessant, wie Christian schon sagte. War für uns absolut, die Eindrücke waren total heftig, weil wir sowas noch nicht gesehen haben. Jeden Meter, den wir da in dieses Haus gegangen sind, haben wir mehr entdeckt und waren mehr in Euphorie und waren mehr in... Ach ja, also man sieht es in den Videos, es war eins unserer ersten Videos, es war das erste Video eigentlich. Und man sieht auch, dass wir da nicht so sind wie jetzt, sag ich mal. Das ist die Heilstelle, hier ganz in der Nähe. Da waren wir dort und wir sind da rein und zu zweit am Tag und haben Schritt für Schritt diese Heilstelle da durchkämmt, sag ich mal. Ja, die Heilstätten. War schon, fand ich nicht ohne. Ihr seht ja auch im Video, wie ich unten in dieser, ja, was war es, Raum der Stille, irgend sowas in der Art wird es gewesen sein, in der Mensa auf diesem Stuhl sitze. Also war schon ein krasses Gefühl. Aber die eigentlichen Stimmen sind uns so extrem jetzt, sage ich mal, da drinnen gar nicht aufgefallen. Richtig aufgefallen ist uns das erst richtig beim Schnitt, dann beim Video. Auch die Schatten und sowas auf dem Dachboden. Dachboden ist für mich, überwältigend. Also das ist schon richtig krass mit dem ganzen Holz da oben und so. Also das fand ich wirklich, also das ist chic. Der Hundezüchter. Haben wir etwas suchen müssen, haben wir aber gefunden. War, also ich sag mal, das Haus innen war wirklich, ja, es war schon einiges kaputt, aber es war auch noch relativ viel da. Und ich sag mal drüben, wo wir dann in die Schweine rein sind, das war schon krass mit den Schweinerippen. Also es sind ja, wie viele sagen, keine Hunderippen, sondern es sind Schweinerippen. Innen drinnen war es auch wieder so, dass ich auch wieder geflasht war, da haben wir auch noch nicht so viel gesehen. Ja? Und jeden Meter wieder entdeckt und jeden Meter war es interessanter. Wir haben Fotos gemacht. Es war glaube ich auch sogar das Video oder der Ort, wo wir angefangen haben Fotos zu machen. Der Schluss war geil, weil wir haben dann die ganzen Enten oder Gänse da abfliegen sehen und das war für uns das Zeichen, dass der Winter kommt. Zum 100. haben wir uns ja auch was einfallen lassen und jetzt lassen wir uns auch was einfallen zum 500. und das war das Haus des Försters. Also, da war mir richtig komisch in dem Haus. Also da hatte ich ein richtig komisches Gefühl, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Es war wirklich komplett eingerichtet, aber komplett durchwühlt. Also irgendjemand hat da komplett rumgewühlt, so wie es immer ist nach einer Zeit, wenn Lost Place, sag ich mal, die Runde macht. Es ist nur eine Frage der Zeit, weil sich manche einfach nicht benehmen können. Das Haus des Försters. Ja, erstmal hat es den ganzen Tag geregnet und ich laufe ungern mit meiner Kamera durch den Regen, heiß ich wie die Pest. Und so drinnen, also war für mich eine absolute Messi-Höhle. Also absolutes Messi-Haus, war ja Wahnsinn, was da alles drin war. Du hast an jedem Meter hast du irgendwas gesehen, es hing was an den Wänden, es hing was, es stand was in den Schränken, es... Irre,
könnt ihr euch nicht vorstellen, könnt ihr nur sehen. Na? Ich habe mich eigentlich sehr relativ wohl gefühlt, also es ging, also ich habe mich wohl gefühlt schon, es war interessant. Wir haben aber so eine Regel, wenn jemand sagt, wir fühlen uns nicht richtig wohl beim Lost Place, entweder reden wir drüber oder wir brechen ab. Aber wie gesagt, das war wirklich ein, ich sag mal, einer meiner krassesten Lost Place bis jetzt, weil ich, wie gesagt, ich hatte so ein ungutes Gefühl im Bauch. Ich bin da auch, sag ich mal, relativ schnell durch gewesen und ich habe dann draußen gewartet auf den Rest. Weil wenn wir ungute Gefühle haben, dann bringt es nichts, da weiterzumachen. Wir haben damals vor 5 Monaten gesagt, unser 100 Abonnenten Special, jetzt sind 5 Monate rum, sind vergangen, jetzt sind wir bei über 500 Abonnenten. Wir finden das toll. Richtig geil und es geht natürlich auch weiter und macht Spaß. Es muss natürlich beim Lost Place auch der Spaß die Runde machen. Es darf nicht sein, dass man nur ernst ist, dass man wirklich nur reingeht, sich umguckt, dass man sagt, puh, ja, wir gehen jetzt hier durch wie zwei Maschinen, wir filmen hier alles ab, wie die doofen, machen unsere Fotos, gehen raus und das war's. Ist blöd. Also man muss lachen, man muss Spaß haben, man muss seine Witze machen. Ab und zu, wenn Christian in der Ecke ist, schickt's mal. Warum sage ich es nicht? Aber das passiert. Aber ansonsten, der Spaß bleibt bei uns nicht auf der Strecke. Wir machen auch viel mit Freunden und da lachen wir auch sehr, sehr viel. Wir nehmen auch Freunde mit. Zu den Outtakes-Videos habt ihr ja gesehen, zum Beispiel im Haus des Schmetterlinge, wo ich zu Holger gesagt habe, es riecht nach Rose. Ja, der Spaß, wie gesagt, darf definitiv nicht auf der Strecke bleiben. Also ohne Spaß bringt mir das Hobby auch nichts. Also ich finde das, wenn ihr jetzt mal vom Alltag abschalten will, auf Lost Place fahren, entspannt total. Also bringt einen runter. Und mit Holger macht es wirklich Spaß, das Hobby zu betreiben. Nee, es gibt auch mal Höhen und Tiefen, aber eigentlich ist es eine lustige Geschichte. Also wir haben immer viel zu lachen. Der 6000 Quadratmeter Bunker war einer unserer, naja, nicht unser ersten Bunker, aber einer unserer größten Bunker, die wir je hatten. Ja, 6000 Quadratmeter. Ein Bunker mit 6, also das war für mich, 6000 Quadratmeter habe ich mir, ich habe es mir nicht so vorgestellt. Das war der Wahnsinn. Also, das waren, ich sag's vorhin, nämlich zu 4 Etagen, das waren aber 3 Etagen. Und ich, also ihr hättet mich da rein schuppen können, ja, und das Loch zu machen können. Und da wäre ich nie wieder rausgekommen. Nie wieder. Das schwöre ich bei Gott, ich wäre nie wieder rausgekommen. Das, ja, nicht möglich. Ich habe nur lange Gänge gesehen, das sieht im Video auch. Ich sage immer nur, boah, ist das weit und ich lauf. Ich gehe nach links, nach rechts, geradeaus, das war's für mich. Also ich war nur zweimal links laufen, da war's, ich komme dann nie wieder raus. Nie wieder. War auf jeden Fall ein geiles Video. Wir waren da mit dem Martin von Martins Welt, mit dem Markus Löw und mit Michelle. So, das sind jetzt beide, Markus Löw und Michelle sind Instagrammer und Martins Welt ist YouTube. Noch zwei Mann unten und die haben sich alle nicht zurechtgefunden. Ich habe gesagt, wir müssen da lang und wir haben einen Weg nach draußen gefunden. Ja, die Haltestelle ist schon groß. Wo ich das letzte Mal dort war in der Haltestelle, haben wir nur ein Dreiviertel-Teil gesehen. Also wir haben irgendwie beim ersten Video irgendwie was übersehen. Absoluter Hammer, wir sind da rein. Das war auch ein Video, wo ich mal etwas Neues probiert habe. Ich habe noch was probiert mit 2 Kameras zu machen, dass wir so ein bisschen switchen können zwischen mir und Christian, dass ihr auch mal beide Ansichten habt, was wir gesehen haben. Christian hatte die Kamera auf dem Kopf, somit musste er sich auch nirgendwo anstrengen, irgendwie die ruhig zu halten oder ich muss die jetzt dahin halten. Nein, wir haben das gesehen, was Christian gesehen hat. Jetzt haben wir uns den Rest angeguckt. Und wie gesagt, im Keller, mit einem Schlag im Keller, hat auch alles gestört, was dabei war. Also aus den Funkgeräten kamen Geräusche, die habe ich aus den Funkgeräten noch nie gehört. Und dann haben wir immer zu die Türen hinter uns geknallt und so ein Kram. Also es war schon nicht ohne. Also irgendwas Übernatürliches ist da. Irgendwas ist da, definitiv. Das Rapunzelschloss und die Katze. Ich und die Katze und das Rapunzelschloss. Oder andersrum, wie ihr es wollt. Die Katze haben wir in dieser, ich glaube, Kapelle gesehen. Und sie ist abgezwischt. Und dachte ich mir, okay, gut, ist sie nur weg. Und dann hat uns die Katze wirklich die ganze Zeit verfolgt. Durch das ganze Lost Place. Durch oben rum, unten im Keller, wo 1,30 Meter, 1,50 Meter, 10 Meter Wasser war. Nein, war Meter oder so, war Wasser.
Da war die Katze auch, die war überall. Entweder wollte die mit uns mit oder wir sind denselben Weg gelaufen wie die, eins von beiden war's. Ansonsten Rapunzelschloss, ja, Wahnsinn, diese Wandmalereien, diese Kleinverzierung, diese Treppen mit den kleinen Löwen da, diese Kleinigkeit, diese Details waren absoluter Hammer. Und, absoluter Hammer, in diesem Lost Place habe ich auch mindestens 20 Mal Hammer gesagt. Ja, Anna, war, sag ich mal, was, es wird als die Lost Place Hure bezeichnet. Und mittlerweile haben sie auch leider die Lampe geklaut, was ja wirklich schade ist, war ja so schon relativ zu unserer Zeit, wo wir dort waren, relativ kaputt. Für mich war das ein ehrwürdiges Lost Place. Es war wirklich der Hammer. Ich frage mich immer, wie man sowas so verlassen kann, also oder so vernachlässigen kann, besser gesagt. Weil die Frau ist ja ins Altenheim und die Familie hat sich nicht ums Haus gekümmert. Das Haus des Präparators waren wir ja jetzt erst vor kurzem. Wir haben uns gesagt, wir müssen da unbedingt hinfahren, jetzt in der nächsten Zeit gleich, bevor das irgendwann aussieht wie bei Anna L. Was nur eine Frage der Zeit sein wird, weil manche Leute wissen es halt einfach nicht zu schätzen. Also wow, also ich hab die Bilder vorher gesehen, habe mir nichts davon nur vorgestellt, habe von einem guten Freund schon mal ein Vorvideo gesehen und dann waren wir live dort. Und mit Betreten dieses Hauses war ich so geflasht, da überall was rumlag, überall, jeder Ecke, überall wo man rumguckt, das Werkzeug. Eine Pistole am Anfang des Hauses lag eine Pistole rum. Es war zwar nur eine Schreckschuss oder beziehungsweise mit diesen kleinen Plastikkuloschen da, aber trotzdem, man ist weiter rein und weiter rein und wie Christian schon sagte, der Gestank war unerträglich, unerträglich. Das sind die Hunde, die haben bestimmt überall dahin gemacht. Ja, wir haben uns extra Klamotten mitgenommen, die wir uns anziehen, die wir dann weggeschmissen haben, weil es da Hundeflöhe gibt. Und ja, das Haus ist komplett eingerichtet, wirklich komplett eingerichtet. Also da ist alles noch drin. Man sieht ja auch im Video, er hat einen Hund nur das Skelett hingestellt. Also das ist schon ein bisschen krank. Es lag noch kiloweise Hundefutter rum. Also das war schon nicht ohne. Die erste Etage war schon sehr interessant für mich, weil die Küche, die ganzen, das Hundefutter, was da rumsteht, die Fischdosen, das Klo, wie Christian so sagte, das war ja wirklich unter aller Sau. Das war nicht mehr menschenwürdig. Gar nicht mehr. Aber dann oben die Etage. Wir sind hoch. Und allein schon durch Hochgehen der Treppe fiel mir halt schon auf. Ich habe nach oben geguckt und habe da schon Bücher gesehen. Bücher ohne Ende. Dann dreht man sich rum und sieht Videokassetten ohne Ende. Und dann denkt man sich so, cool, das ist ein Lost Place gefunden mit Videokassetten. Ist ja cool. Aha, ja. Wir gehen in den nächsten Raum rein, wo das Hundeskelett ist. DVDs. Noch und noch nur DVDs, eine Wand voll DVDs, dann diese Skelette in diese Hundeschädel in den Regal. Ja, wer stellt sich da Hundeschädel hin? Ich kann es nicht verstehen. Also, das war für mich das krasseste Lost Place, was ich bis jetzt gemacht habe. Wir wollen uns mal bedanken für die 500 Abonnenten, oder beziehungsweise eher das Video oben ist, werden es ja über 500 Abonnenten sein. Also ihr seid wirklich der absolute Hammer. Also wenn ich dran denke, vor knapp 5 Monaten oder 5 Monaten waren wir noch bei 100 Abonnenten. Also dass das so schnell geht, hätten wir auch nicht erwartet. Also da haben wir nicht mit gerechnet. Und ja, ihr seht es ja selber vom Schnitt her, von der Technik her, es hat sich alles verbessert, wesentlich verbessert. Am Anfang war das alles noch, ja, da waren wir auch noch aufgeregter, da war alles noch, ja, neu. Ich sage jetzt nicht, dass wir Profis sind oder so, aber man geht halt anders an die Geschichte ran jetzt, sage ich mal, als vorher. Und ja, wir bedanken uns bei den 500 Abonnenten.